DJ DJ Leno. Everything's ready. You're on the dark side of the moon. Take a part. It's time for a house.
una fiesta en the sun. Autostrada, fan, fan, fan. Señorina, ¿cómo está?
DJ System. DJ System. DJ System. Back in the Bible, and
She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see. Turn off the music. Watch me dance in the land of the mouse. I can't stand still at the sound of the hip house. Are you ready? Like Freddy? Throw your hands in the air, get steady. Once you got the beat, don't lose it. Instead, turn up the music. Every hour I tell this rhyme, I got my very own mission. I don't ask no one permission. Don't lie, that's what you're wishing. Want to have your own decision. And they will come when the bucks go flying on. We can party until the break is gone. Or when you feel that you just won't use it, turn it up, turn it up, turn it up. Ow! Turn it up, turn it up. Turn the beat, man. Shit, give a chance, man. Come on. Turn up the music.
your Bob Jack now. Gonna fall into a techno trance, the house boys call it electric dance. Thank you.
Obenmann, der von Stoffeln, ein wilder, mächtiger Mann, der einen Kopf hat wie ein Doppelbärenmäß, Augen machte wie Pflugsräder und einen Bart hat wie eine alte Löwenmähne. Den Bauern ward nicht gut zumute. Da erhob der von Stoffeln seine Stimme und sie tönte wie aus einer hundertjährigen Eiche. Mein Schloss ist fertig, doch noch eines fehlt. Der Sommer kömmt und oben ist kein Schattengang. In Zeit eines Monats sollt ihr mir einen pflanzen, sollt 100 ausgewachsene Buchen nehmen aus dem Mühleberg mit Ästen und Wurzeln und sollt sie mir pflanzen auf Bärhegen. Und wenn eine einzige Buche fehlt, so büßt ihr es mir mit Gut und Blut. Drunten steht Trunk und Imbiss, aber morgen Bärenpur, Bärenpur, Bärenpur. Barmherzigkeit kannte er keine, Bärenpur. Bärenpur, Bärenpur, Barmherzigkeit kannte er keine. Als von Trunk und Imbiss einer hörte, meinte er, der Ritter sei gnädig und gut gelaunt und begann zu reden von ihrer notwendigen Arbeit und dem Hunger von Weib und Kind und vom Winter, wo die Sache besser zu machen wäre. Da begann der Zorn des Ritters Kopf größer und größer zu schwellen und seine Stimme brach los wie der Donner aus einer Flut und er sagte ihnen: Wenn ich gnädig bin, so seid ihr übermütig. Wenn im Polenland einer das nackte Leben hat, so küsst er einem die Füße. Ihr aber habt Kind und Rind, Dach und Fach und doch nicht satt. Aber gehorsamer und genügsamer mache ich euch, so wahr ich Hans von Stoffeln bin. Und wenn in Monatsfrist die 100 Buchen nicht oben stehen, so lasse ich euch peitschen, bis kein Vierlang mehr ganz an euch ist. Und Weiber und Kinder werfe ich den Hunden vor.
Barmherzigkeit kannte er keine.